Hallo und herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal Mrs. Violet. Das bin ich und willkommen zum heutigen Video. Heute geht es mal wieder um Pinterest-inspirierte Outfits, denn Pinterest ist ja so eine unendliche Inspirationsquelle oder vielleicht auch Fail-Quelle, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall dachte ich mir, im Februar steht ja mal der Valentinstag an und vielleicht möchte ja die ein oder andere von euch zu einem Date gehen. Ob jetzt ein erstes Date, ein zweites, drittes oder 500. Date, man weiß es nicht. Und ich finde auch alle diese Outfits, die ich heute rausgepickt habe, sind interessant, weil man findet halt relativ wenig für kurvige Frauen. Und ich dachte mir, das nehmen wir mal zum Anlass und gucken mal, ob wir diese Date-Night-Klassiker denn auch für unsere kurvigeren Figuren umsetzen können. Und ich würde sagen, wir legen sofort los. Nicht vergessen, dem Video gerne ein Däumchen nach oben zu geben, wenn es euch am Ende Spaß gemacht hat und auch diesen Kanal zu abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Es kommen noch richtig spicy und lustige Videos zum Valentinstag. Also da könnt ihr euch freuen, in dieser Woche ist noch so einiges los hier. Egal, ob ihr nun Valentinstag so als Anlass mögt oder euch da schon der Brechreiz hochkommt quasi. Egal, manchmal hat man ja einfach den Anlass, dass man vielleicht auf ein Date gehen möchte. Das passiert auch in Corona-Zeiten immer noch, ja. Ich glaube, auch alle diese Outfits wären tauglich für Zoom- oder Hangout-Dates oder whatever. Ja, also digitale Form von Dates. Und natürlich ganz, ganz wichtig von mir persönlich an euch die Message, ne? Wenn ihr, insbesondere wenn ihr auf ein erstes Date geht, ich erinnere mich, meins ist schon ein paar Jahre her, das erste Date mit Daniel, aber zieht auf jeden Fall etwas an, indem ihr euch zum einen unschlagbar gut fühlt, unschlagbar sexy und was halt auch unkompliziert ist. So in jeglicher Form, egal was bei diesem Date auch passieren mag, ja? Aber ich würde sagen, wir schauen uns das erste Outfit mal an, das ich entdeckt habe. Denn dann habe ich einfach so ein bisschen gegoogelt und dachte mir so auf Pinterest, ah ja, da kannst du ja mal wieder gucken gehen. Weil man findet halt auch meistens, wenn man die Fotos sieht, das ist halt immer alles perfekt, ne? Es ist alles immer tutti perfecto, ja? Auch wenn man mal kurvige Outfits, also curvy Girls findet mit Outfits, dann sind die halt auch meistens ziemlich perfekt und haben die Kurven genau an den richtigen Stellen. Und ich würde sagen, ich höre auf zu schwafeln und werde jetzt das erste Outfit für euch ankündigen. Und das ist dieses hier, wo ich mir dachte, süß, ist wirklich süß, ne? Kann man auf jeden Fall machen. Ich habe jetzt nur leider kein komplett schwarzes Kleid, was halt so diese Kürze hätte, um jetzt, also dass man halt die Overknees noch sieht, ne? Ich finde, das ist eine schöne Kombination aus lässig, girly, aber auch ein kleines bisschen sexy, ne? Also ich finde, nur die Sexbombe ist halt auch schwierig bei Date, ne? Vor allem auch bei erstem Date. Es sollte natürlich eure Persönlichkeit widerspiegeln, aber das wäre schon ein Sarah-Look. Also würde ich mich auf jeden Fall drin wohlfühlen und ich habe jetzt mal zwei Teile gefunden, wo ich sagen würde, jawohl, das wäre meine Interpretation davon, ne? Ich habe hier ein schwarzes Kleid, das zwar gemustert ist, aber ich trage halt nicht, also selten pur schwarz, ne, wisst ihr. Und von daher muss ich sagen, finde ich das halt auch schön. Vor allem könnt ihr natürlich entscheiden, was ihr machen wollt. Entweder ein Bodycon, also ganz hauteng, oder aber vielleicht halt auch ein bisschen was Luftigeres, vor allem wenn man essen geht, ne? Dann wird das Bäuchler ja noch ein bisschen größer, so, weil das Futter muss ja auch irgendwo hin. Und da ist dann halt sowas Lockereres, was halt ein bisschen Taille zaubert, vielleicht gar nicht so verkehrt. Darüber ein Cardigan, ey, das bin halt hundertprozentig ich, ne? Also Cardigan über Kleid habe ich euch erst letztens als Hack verkauft, ne? Es ist halt auch ein Look. Ich muss sagen, man kann jetzt darunter auch eigentlich gemütliche Schuhe. Ich finde, Sneakers würden genauso gut passen. Aber die Overknees, ja, die toppen es halt, ne? Also wichtig ist natürlich, dass ihr drin laufen könnt. Deswegen habe ich auch diese breiten Treterabsätze, damit ich halt mich nicht auf das Schnürsel lehe, ja? Weil das wäre nicht elegant, ja? Also das, gut, außer ihr wollt halt einen Typen, der so ein bisschen antesten, so beschützerinstinktmäßig, ne? Ob das was taugt. Dann kann man das vielleicht machen, ne? Oder auch so, oh, dieser Pflasterstein, ich muss mich ganz schnell bei dir einhaken, ne? So ein Klassiker, ne? Haben wir, glaube ich, alle schon gemacht. Aber nun gut, auf jeden Fall solltet ihr aber trotzdem einigermaßen elegant zur Toilette laufen können in den Schuhen, weil sonst ist das Date auf jeden Fall vorbei. Und falls ihr euch dann fragt, auch was kann ich denn an Accessoires machen und vor allem in Sachen Schmuck, kann ich euch empfehlen, weniger ist mehr. Gilt auch genauso fürs Make-up, das wird aber ein anderes Video. Ich finde ja, Schmuck darf auf jeden Fall die Personality widerspiegeln, aber
ihr müsst ja nicht so komplett die komplette Gänze eurer Personality direkt auf den Tisch packen. Ne? Ja, natürlich, er soll euch so nehmen, ne, wie ihr seid, aber man kann ja auch erstmal ein bisschen dezenter auftreten. Und ich persönlich liebe ja inzwischen den Echtschmuck von Ana Luisa, das wisst ihr. Und die haben selbstverständlich auch einen Valentinstags-Sale. Und ich habe neue Teile. Und ich muss sagen, ich finde sie wirklich wunderschön, gerade wenn ihr Ohrringe und Kette kombinieren möchtet, dann muss es beides eher was Zurückhaltenderes sein, weil es einfach sonst das eine oder das andere too much ist. Wenn ihr jetzt natürlich der absolut verrückte, flippige Typ seid, der die Statement-Ohrringe feiert, dann tragt sie um Gottes Willen. Aber ich finde so ein wunderschön passendes Set aus so einem ganz kleinen, minimalistischen Ohrhängerchen und vor allem dann noch als besonderes Highlight halt so ein frecher Earcuff, finde ich halt schon geil. Ne? Ich stehe halt auf diese Earcuff-Dinger seit neuestem. Also wenn ihr nicht so dauerhaft hier oben euch piercen lassen wollt, finde ich, ist das eine super coole Alternative, um halt so ein Schmuck-Ding halt auch richtig aufzupeppen. Also ich mag das total gerne. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, ob ihr hier oben an den Ohren gepierst seid oder ob ihr sowas hier auch gerne mal tragt. Ja, und dann habe ich natürlich noch die passende Kette dazu, die ich auch sehr, sehr schön finde. Lenkt halt auch immer natürlich den Blick so ein bisschen ins Dekolleté, aber nicht zu viel und finde ich trotzdem halt echt ganz nett. Ne? Aber es sollte halt auch auf jeden Fall so zurückhaltend sein, dass ihr euer Gegenüber noch verstehen könnt. Anstatt dass halt alles so klimpert, dass ihr kein Wort von den spannenden Geschichten versteht, die er da erzählt. Also von daher, eure Entscheidung natürlich, aber ich persönlich stehe halt auf den Schmuck, habe zum Beispiel auch die Ringe heute wieder von Ana Luisa an und kann euch das nur empfehlen. Die haben jetzt einen Buy One, Get One Free Sale, also das heißt, ihr bekommt zwei zum Preis von einem. Ihr findet alles unten in der Videobeschreibung und natürlich auch die Teile, die ich jetzt hier trage, sind unten verlinkt, also geht super gerne mal stöbern und mit richtig schönem, hochwertigen Schmuck fühlt man sich halt auch einfach direkt ein bisschen selbstbewusster. Also finde ich persönlich. Ne? Ist sicherlich eine Typfrage, aber ich kann es auf jeden Fall so unterstreichen. Kommen wir zum zweiten Look und der hat mich besonders gecatcht, weil es halt eigentlich so ein Ton-in-Ton-Ding ist. Auf dem Bild sieht es eher aus wie so ein noch dunkleres Blau oder eher so Richtung Schwarz. Habe ich jetzt so persönlich nicht im Kleiderschrank, aber manchmal geht es ja auch einfach nur um die Idee oder die Inspiration. Ich finde jetzt so einen blau-monochromen Look eigentlich ziemlich cool und habe da jetzt zu einer meiner liebsten Jeans gegriffen, die halt, wenn ihr Jeans tragt, auch auf jeden Fall bequem sein sollte beim ersten Date. Die sollte auf jeden Fall nicht einschnüren, sodass ihr dann irgendwann plötzlich vom Stuhl fallt, weil ihr keine Luft mehr bekommt oder beziehungsweise sollte natürlich halt auch nicht der Reißverschluss rutschen oder sonst irgendwelche Dinge passieren, sondern sie sollte halt wirklich bequem sein. Deswegen nehmt halt lieber irgendwas, was halt auch Stretch- oder Baumwollanteil oder wie auch immer hat. Das hier ist zum Beispiel halt so eine richtige wohlfühlbequeme Jeans. Habe ich euch auch unten in der Videobeschreibung verlinkt. Und dazu habe ich dann auch einen Seidentop gegriffen, weil ich gerade die Kombination aus Denim und Seide super schön finde. Auch von der Optik her. Ich finde, das ist halt ein sehr eleganter Stoff. Der ist auch so leicht sexy, ne? Und das ist ja etwas, das auch schön fürs Auge ist. Und nicht, dass ihr natürlich nicht das Schönste am Date seid, aber euer Outfit soll das ja unterstreichen. Und ich finde die Kombi halt echt, ist ein Gewinner-Outfit, ne? Ob man da jetzt hohe Schuhe drauf anziehen muss oder wie ich jetzt dann einfach ganz hier möglich die Chucks, könnt ihr entscheiden, ne? Geht auf jeden Fall beides klar. Und natürlich ein Jäckchen, ne? Kann man dabei haben, weil, ja, außer er ist halt der ganz große Gentleman und zückt dann das Jäckchen von sich oder den Mantel, um euch dann zu wärmen. Oder vielleicht fallen ihm da ja auch andere Dinge ein. Die Farbe Rot geht ja irgendwie auch immer zum Thema Valentinstag oder Date Nights oder Outfits fürs Ausgehen, ne? Sieht man immer und immer wieder. Ist halt die Frage, ob das natürlich euer Farbton ist und ob ihr da drauf steht. Also ich persönlich finde, es ist schon eine schöne Farbe, habe ich auch mehrfach im Kleiderschrank. Und natürlich ist ein Kleid auch eine tolle Sache. Vor allem, wenn es auch ein schickerer Anlass ist, ne, wenn es eine gehobenere Lokalität irgendwie ist oder so, denn dann kann man vielleicht halt auch tatsächlich mal zum klassischen Kleidchen greifen. Und da habe ich hier diesen echten Klassiker, den ich ja jetzt schon auch über 2 Jahre im Kleiderschrank habe, in Rot, in dieser Satin-Optik. Der Schnitt dazu, vor allem halt auch dieser Wasserfallkragen, also dieses leicht geschoppte da, ich finde das einfach nur wunderschön. Da guckt man dann natürlich auch gerne hin, ne? Und es ist halt wirklich auch ein richtiger Figurschmeichler. Zum einen so vom generellen Schnitt einfach und auch von der Länge her, ne? Ich persönlich bin eher so ein Fan zu knapp,
Schwierig, ne, schwierig. Also man muss ja nicht direkt alle Tatsachen auf den Tisch packen, ne? Man muss ja auch ein bisschen Fantasie überlassen. Also ist natürlich auch Geschmackssache, aber ich persönlich finde, ne, das Auge sollte zwar ja was sehen können, aber nicht direkt alles, ne? Muss ja ein bisschen was für die Fantasie überbleiben. Das ist halt so ein richtiges Gewinnerkleid mit einem klassischen Pump darunter. Ich habe jetzt hier einen Blazer drüber kombiniert. Ah, Leute, ist ein Träumchen, ne? Kann man auch lässiger kombinieren, aber das wäre halt wirklich so das richtig schicke Outfit, was finde ich auch halt mitunter ein richtiger Volltreffer sein kann und natürlich auch, je nachdem, wo es hingeht, auch vorausgesetzt ist. Und der letzte Look, den habe ich gesehen und dachte mir so, oh mein Gott, ich muss das ausprobieren, weil ich befürchte, das sieht halt auch nur auf Fotos gut aus. Sarah sagte ja gerade noch, zu freizügig darf eigentlich nicht, aber naja, sagen wir mal so, wenn ihr halt eher ein eindeutiges Date gebucht habt, so über diverse einschlägige Apps, ja, da kann man halt auch direkt mal alles auf den Tisch packen, ne? Da kann man halt auch mal sagen, ja, okay, all in hier, ich hau direkt die Boobs mal raus, ja. Und da habe ich nämlich diesen Look hier gesehen und dachte mir so, wow, das ist auf jeden Fall ein Experiment wert. Also wir haben einfach eine ganz klassische dunkle Jeans, würde ich vermuten, und einen schönen Statement-Gürtel. Also für Yves Saint Laurent war jetzt mein Geld leider nicht gerade locker, aber ich habe einen anderen gefunden, ja. Und dann halt dazu sehr offenherzig, ja, die Bluse kombiniert. Gut, jetzt sind wir hier halt hier natürlich ja auf einem Curvy-Kanal und ich habe halt ein bisschen mehr hier oben zu halten wie die gute Dame auf dem Foto. Und ja, was soll ich dazu sagen? Was soll ich dazu sagen? Also es ist ganz bestimmt ein sehr spannendes Outfit, weil es hundertprozentig auf jeden Fall zur Unterhaltung eures Gegenübers dienen wird, weil der sich bestimmt die ganze Zeit die Frage stellt, oh, kullert die jetzt gleich da raus oder... Ne? Kann ich da mal so um die Ecke linsen? Also, wie gesagt, es kommt halt darauf an, was für eine Art Date ihr gebucht habt, ja. Wenn ihr natürlich so jemandem die Tür aufmacht, dann ist halt schon 1A klar, was hier Sache ist, ne. Aber ich muss sagen, ist sehr gewagt, ist sehr, sehr mutig, ja. Ich muss das unbedingt ausprobieren, aber für mich persönlich nicht praktikabel. Ist für mich halt auch einfach kein Look, ne. Sieht auf Fotos wirklich sexy aus. Also, wenn ihr jetzt ein paar aufreizende Fotos erstmal machen wollt und verschicken wollt, kann man das auf jeden Fall machen, aber für mich persönlich für mehr. Ich würde mir den ganzen Abend die Frage stellen, wo kullern sie denn hin? Nee, sorry, bin ich einfach raus. Ich bin jetzt ganz gespannt zu erfahren, welches dieser Outfits jetzt so euer erstes Go-To wäre. Also wo würdet ihr sagen, okay Sarah, das da ziehe ich an für mein nächstes Date? Schreibt es doch mal super gern in die Kommentare. Und vielleicht habt ihr auch noch die ein oder andere Fail-Story von einem Date, die ihr mit der Community teilen wollt. Dann haben wir einfach alle eine Runde was zu lachen, weil ich glaube, da gibt es immer echt viele Stories, vor allem heutzutage mit diversen Apps, die man so besitzt, ne? Und dann kommen wir natürlich jetzt noch zum Kommentar des Tages. Der ist heute von AnnaMika89. Sie hatte auf meinen Vlog kommentiert. Da hatte ich euch mal gefragt, wie denn eure Essgewohnheiten so aussehen. Und sie hat tatsächlich auch zugegeben, also ohne Kind haben sie auch immer ganz entspannt vom Fernseher gegessen. Aber seit das Kind da ist, ganz brav am Tisch. Klischees hier auf jeden Fall bestätigt und ganz, ganz lieben Dank für deinen Kommentar und liebe Grüße an dich persönlich. Und bis zum nächsten Mal, liebe Leute. Bye, bye!